Hallo und herzlich willkommen zu den Gameswelt News. Mein Name ist Felix Rick und ich habe mal wieder ein paar Nachrichten für euch, unter anderem zu Monster Hunter World. Das gibt es jetzt für den PC. Hat ein paar Problemchen, da gibt es jetzt aber einen inoffiziellen Patch, der Hilfe leistet. Dann gibt es zurzeit den Shooter Insurgency kostenlos. Ich sage euch, wie er in diesen kommt. Bethesda hat jetzt ein Statement zu Crossplay abgegeben und gesagt, dass eines ihrer nächsten Spiele nur auf den Plattformen erscheint, die Crossplay erlauben. Und dann habe ich noch Undertale. Das kommt für die Switch und da gibt es jetzt einen konkreteren Release-Termin. Monster Hunter World gibt es jetzt für den PC und es hat ein paar kleinere Problemchen, wie zum Beispiel, dass es bei manchen Leuten crasht, wenn man mit Alt-Tab rausgeht. Jetzt gibt es aber einen inoffiziellen Patch zu diesem Spiel, den ein User erstellt hat in dem Sinne, der fixt dieses Problem. Außerdem fügt der Patch HDR-Support hinzu und man kann mit diesem Patch dann auch Screenshots machen, komplett ohne HUD. Der Patch heißt Special K und kann in der Steam-Community gefunden werden. Insurgency ist ein Ego-Shooter aus dem Jahre 2014 und den gibt es zurzeit kostenlos auf Steam. Ihr müsst allerdings schnell sein, denn die Aktion ist gestern gestartet und diesen Shooter gibt es nur 48 Stunden lang kostenlos. Heißt, in diesem Zeitraum könnt ihr euch das Spiel kostenlos runtersaugen und dann immer kostenlos spielen. Also ne, das heißt dann nicht nur, dass ihr dann diese 48 Stunden lang dieses Spiel kostenlos spielen könnt, sondern ihr behaltet es dann ganz einfach. Warum ist das so? Nun, weil im September kommt Insurgency Sandstorm und diese kleine Aktion soll einfach so ein bisschen Aufmerksamkeit bringen. Habe ich nichts dagegen. Elder Scrolls Legend ist ja ein Kartenspiel aus dem Hause Bethesda und das soll dann irgendwann für Xbox One, PlayStation 4 und Switch erscheinen. Jetzt hat aber Pete Hines von Bethesda gesagt in einem Interview, dass das Spiel nur auf den Plattformen rauskommen soll, die auch Crossplay erlauben. Und wir alle wissen ja, Sony und die PlayStation, die erlauben das in der Regel nicht. Er hat einfach gesagt, also der Pete Hines, ne, man möchte einfach, dass egal wo man spielt, dass man seinen Fortschritt mitnimmt und dass man auch gegen alle spielen kann, wenn jemand da so sein eigenes Süppchen kocht, das ist nicht im Gedanken der Entwickler oder das wünschen sich die Entwickler halt einfach nicht. Finde ich persönlich gut, also im Endeffekt ist es die indirekte Ansage, dass es für die PlayStation 4 nicht kommen wird. Finde ich persönlich gut, denn als Publisher muss man da so ein bisschen Druck ausüben mit den Spielen, die man rausbringt, weil Sony wird sonst am Status quo nichts ändern. Crossplay ist gut für uns alle und ich verstehe nicht, warum Sony das nicht einsehen will. Undertale ist ein ziemlich witziges Spiel, wo man mit seinem Charakter quasi in so einen Untergrund fällt und dann auf jede Menge Monster trifft. Hört sich ziemlich traditionell an. Was das Spiel aber so ein bisschen besonders macht, ist, tja, dass man nicht nur kämpfen kann gegen die Monster, sondern man kann sie auch über Dialoge beschwichtigen oder die Kämpfe dann eben umgehen. Das ist ziemlich cool gemacht. Das Spiel gibt es bereits für PC, PlayStation 4 und Vita und es soll auch für die Switch kommen. Und da hat der Entwickler jetzt gesagt, gibt es einen konkreten Release-Termin. Im September soll es soweit sein. Wann genau das dann soweit ist für Deutschland, weiß man allerdings noch nicht. Das waren die Nachrichten für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Abend und morgen einen wunderbaren Feiertag.